Sensation! Die erste wirklich menschenfreundliche Partei der Erde ist endlich gegründet, nimmt jetzt auch Mitglieder auf. Endlich. Und 700 € im Monat netto steuerfrei zusätzlich im Geldbeutel oder mehr im Geldbeutel als bisher für alle arbeitenden Menschen. Aber das Entscheidende ist, dass diese Partei Wohlfühlen und Wohlstand gleichermaßen mehrt, während alle bisherigen Parteien entweder Wohlstand zerstört haben oder Wohlfühlen der Menschen zerstört haben. Und ja, also quasi die bisherigen politischen Systeme, das war der große Wohlfühlenszerstörer, Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit angegriffen. Ja, so sieht man in den USA jetzt ganz deutlich, wo die Menschen jetzt immer früher sterben, weil sie so übergewichtig sind und so zerstört sind vom Wohlfühlen und der Gesundheit her, dass sie immer früher sterben. Also das Endresultat der sozialen Marktwirtschaft ist also die totale Zerstörung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit oder ein anderes Stichwort heißt ja bei uns, eine andere Kurzformel heißt ja, dieses System steht für Suchterzeugung durch Glückszerstörung und diese Systeme hier stehen für Wohlstandszerstörung. Die greifen zwar das Wohlfühlen nicht so stark an, aber dafür den Wohlstand vernichten sie innerhalb kürzester Zeit, so wie wir das bei der DDR gesehen haben, ja. Und deswegen nur Gemeinwohlwirtschaft ist dieser Bereich, ist der, über den wir diskutieren müssen, ja. Also nochmal, pseudokommunistisches zerstört Wohlstand, Marktwirtschaft zerstört Wohlfühlen. Gemeinwohlwirtschaft bedeutet sehr viel mehr Wohlfühlen und Wohlstand. Ja, also können Sie alles nachlesen. In der Infobox unter dieser Sendung finden Sie den Link zur Partei und dann finden Sie hier im Menü immer Programmideen, die nächsten Talkshows. Da können Sie samstags können die nicht nur die Parteimitglieder, sondern alle Interessierten an der Partei auch mit talken in dem allgemeinen Gesprächskreis, kann man sich hier melden. Dann kann man, und zwar über Telefonkonferenz, also man muss keine Online-Technik haben, ne? Und dann hier Mitgliedsantrag, hier stehen die Vorabbemerkungen und dann kann man sich das hier zum Beispiel einfach rauskopieren, ausdrucken, an die Postanschrift. Es gibt jetzt auch ein kleines Büro in einem Büro sozusagen, einem ja so ein Büroservice für kommunale gemeinnützige Projekte kommt dann die Post an und wird dann sozusagen dem Bundesvorstand zugeführt und so weiter. Ja, also es ist alles da. Und die Satzung ist soweit fertig bearbeitet. Jetzt muss man nur noch gucken, sonst sind es nur noch so ein paar Details, wie die endgültige Kurzbezeichnung sein wird, entweder die kompetente in Anführungszeichen PDG oder PDG, weil aber es gibt wohl eine Partei irgendwo oder gab eine Partei PDG, also muss man gucken, wie das genehmigt wird. Die ja, Satzung, dann Impressum, ja, da steht jetzt der neue Bundesvorsitzende drin und die Büroservice-Anschrift, unter der wir dann die Partei, also letztendlich wo die Post dann an den Parteivorstand weitergeleitet wird. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, dann gehe ich wieder zurück. Ja, also, das ist die Partei. Lesen Sie, unterstützen Sie. Übrigens Mitglied hier, wo steht es beim Mitgliedsantrag? Da steht es Mitgliedsantrag. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. Also dieses Mitglied werden ist nur einfach, weil man circa 100 Mitglieder braucht, um dann auch wirklich bei allen Wahlen zugelassen zu werden. Also man kann, das ist einfach nur ein Zeichen,
dass man einfach die Partei unterstützt und hat sonst keine Konsequenz. Natürlich kann man auch, wenn man möchte, mithelfen, mitarbeiten und so weiter. Aber man muss nicht, das ist einfach nur ein Zeichen, dass man will, dass die Partei die Möglichkeit bekommt, teilnehmen zu können an den Wahlen. Ne? Ja, so, dann haben wir hier also das umfangreichste Programm. Endlich wird gutes Tun belohnt werden. Und wie steht es hier so schön? Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Einfluss von Lobbyismus und Wirtschaft auf Politik wird nicht mehr geduldet. Ja, so viel nur kurz zu dieser Sensationsmeldung. Endlich ist die Partei da und ja, es geht jetzt los. Und ja, mal schauen. Tschüssi, bis bald.